Damen und Herren, was war das für ein Saisonfinale? Und die Saison ist ja auch eigentlich noch gar nicht zu Ende. Wir spielen jetzt die Relegation gegen den FC Augsburg. Ich habe mich schlau gemacht, die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr. So, wir sehen, ich bekomme nur noch Note 2, nur in Anführungszeichen. Der Vorstand ist erfreut, wie das Team die Playoffs erreicht hat. Allerdings wirkten wir schon mal wie ein Aufstiegskandidat. So, es gibt hier verschiedene Noten. Ich bin nach begeistert von der 5:1 Demütigung des Karlsruhe. Ja. Wollen wir uns jetzt aber auch nicht zu sehr fokussieren. Wir wollen uns jetzt auf die Spiele fokussieren. Im Zuge des Transfers von Ron Schallenberg hat Paderborn eine Prämie in Höhe von 500.000 Euro von Schalke erhalten, da sie aus der Bundesliga aufgestiegen sind. Ha? Die Klausel war mir gar nicht mehr bewusst. Nochmal eine 500.000 Euro, das Geld können wir gut gebrauchen. Und die Bundesliga würde uns natürlich finanziell nochmal in eine ganz andere Dimension packen. So, die Auswärtstorregel zählt nicht. Aber wir werden dennoch mutig auftreten in Augsburg. So, Yannick Huth will seine Option überdenken. Ja, wenn wir jetzt aufsteigen, geht er doch nicht, oder was? Ich habe auch gesehen, Leipatz, sein Vertrag läuft ja auch aus. Schuster verkündet Abschied, aber er hat noch bis nächstes Jahr Vertrag. Aber ich denke, ich würde ihn sowieso auf die Verkaufsliste setzen, da ich mit ihm nicht viel anfangen kann. Platte verkündet Abschied, er hat allerdings auch noch ein Jahr Vertrag. Müssen wir gucken, ich würde ihn aber wohl auch verkaufen. So, uns Uwe Hühnermeier. Hält es für eine gute Idee, eine Mannschaftssitzung abzuhalten? Das Playoff-Finale gibt uns die große Chance aufzusteigen und Paderborn auf die nächste Ebene zu heben. Geht raus, macht das Beste aus dieser Möglichkeit. Weiß nicht, warum die das hier mal Playoffs nennen. Das ist eigentlich Relegation. So, 22 Spieler sind zufrieden. Nur Pelle Bovic, der findet es wieder nicht inspirierend. Weiß ich auch nicht, was mit ihm los ist. Sadowski hat sich verbessert. Der 15-jährige Pole. So, mit Scouting und dergleichen beschäftige ich mich, wenn klar ist, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen. Ein großes Spiel in der WWK. Wir sind sogar wettquotentechnisch der Favorit. Augsburg hat eine lange Durststrecke. Wir haben in den letzten 7 Spielen 6 Siege und einen Remis geholt. Augsburg hat 1, 2, 3, die letzten... Ja, Augsburg ist das Kontrastprogramm. Die haben von den letzten 6 Spielen kein einziges gewonnen. In den letzten 7 Spielen 1 Sieg. 3 Remis, 3 Niederlagen. Aber die höherklassige Mannschaft ist meistens der Favorit. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. So, Kim Zombie kann spielen, Platte kann spielen. Ich werde jetzt nicht viel ändern. Die Mannschaft, die zuletzt so überzeugt hat, die soll jetzt auch heute mitspielen. So, Kurda, Conte, Muslia, Bilbia. Ich sehe hier keinen Anlass, irgendwas zu ändern. Da ist ja irgendwer auf der... Max Kruse wird den Verein verlassen. Der Kader passt so. So werden wir auftreten. In Augsburg eine gute Ausgangssituation schaffen. Durch die fehlende Auswärtstorregel ist natürlich eine Verlängerung auch deutlich realistischer geworden. Das ist ja wahrscheinlich auch der Hintergrundgedanke, dass es sonst zu unwahrscheinlich ist, dass es Verlängerung und Elfmeterschießen gibt, was ja doch wohl durchaus interessant ist. Deswegen begrüße ich das Abschaffen der Auswärtstorregel. Durchaus so. Viel Glück. Ach, was heißt viel Glück? Luck is for losers. Wir schaffen das jetzt hier mit unserer Leistung in Augsburg. Da sehen wir nicht so viele bekannte Namen. Philipp Tietz war mal bei Paderborn für eine kurze Zeit. Maxi Schäfer sagt einen Sieg voraus. Los geht's hier gegen den Bundesligisten. Die haben schon lange nicht mehr gewonnen. Bei uns ist das Gegenteil der Fall. Wir haben schon lange nicht mehr verloren. Das Stadion ist mit Sicherheit ausverkauft hier in Augsburg. Die Puppenkiste soll tanzen. Aber nicht, weil der FC Augsburg das Spiel gewinnt. So, lassen wir laufen. Jetzt hier direkt ein Eckball für Engels. Engels im Tanganga und der Ball ist fast im Tor gelandet, fast im Langeck eingeschlagen. Dann ist er. Boah, den habe ich schon drin gesehen. Den habe ich drin gesehen, aber er ist nicht drin. Oh, Leute, ich feuer die Mannschaft an. Ihr merkt hier doch direkt, wir sind hier unsere Klassikermannschaft. Für Augsburg natürlich auch wieder ein neues Gefühl nach den ganzen Pleiten der letzten Wochen. Jetzt hier, wie spricht man den Namen aus, weiß ich bis heute nicht. Engels. Gummi, denkt doch mal dran, Leute, macht doch was. Und der schiebt ihn einfach ein, Arne Engels, das war viel zu leicht. Ein 1:0 für Augsburg. Wir haben uns da locker, flockig ausgespielt. Wir sind da nicht richtig drauf gegangen. Jetzt werden wir einen Rückstand hinterher. Aber das haben wir gegen Elversberg auch getan und am Ende gewonnen. So, ich feuere die Mannschaft direkt nochmal an. Wir müssen da eben einsteigen. Udokai. Das ist ein
mäßig, diese ork-ähnlichen Wesen bei Herr der Ringe. Der sieht hier, jetzt ist ein Freistoß aus ganz brisanter, aus 11 Metern jetzt hier Engels. Vielversprechend, sehr vielversprechend. Und er legt ihn vor und Udo Kern haut ihn rein. Da haben sie uns auch nass gemacht. Und wir liegen nach 20 Minuten, nach 90 Minuten schon 2:0 hinten. Leute, was geht hier? Wie einstudiert machen sie uns hier völlig nass. Leute, ich rufe rein. Merforder. Den Anschlusstreffer hier von der Pause. Wir werden hier richtig abgefertigt. Tanganga. Dann war die ganze tolle Saison für die Katzen. Ja, was heißt für die Katzen? Erfolg war es trotzdem. Aber wenn man hier die Relegation verliert, ist natürlich umso, ja, umso bitterer. Sehr bitter. Extrem bitter. Und die Augsburger, die können hier ihre Saison nochmal retten. Das kritisieren ja manche Leute an der Relegation, dass die, die eigentlich schlecht waren, nochmal eine zweite Chance bekommen. Aber ja, wir haben jetzt hier noch 70 Minuten und das gesamte Rückspiel. Jetzt nicht, dass wir jetzt gleich 3:0 hinten liegen. Rex Bescheid. Buku. Und Jensen und oh, Janik Huth verhindert das 3:0. Da hätte das 3:0 fallen können müssen. Wir sehen hier wirklich schlecht aus. Ich muss schon vorzeitige Wechsel in Betracht ziehen, wenn das so weitergeht. Jetzt auch nicht auf der Auswärtstorlinie ausruhen und denken auch 2:1 würde schon so schlecht sein. Klar wäre das nicht so schlecht. Und dass wir wenigstens nicht im Hinspiel schon alles hergeben. Dass wir hier höchstens mit einem Tor Differenz verlieren. Engels jetzt mit dem Eckball. Oh, der wäre auch gefährlich. Auch aufs lange. Jetzt die Chance zum Konter. Chance zum Konter muss hier. Allerdings, wir kriegen hier keinen Mann an den Ball. Noch keine einzige Torchance. Haben wir mal mehr Ballbesitz minimal. So, gucken, dass wir jetzt hier nicht noch das 3:0 kassieren. Dann müssen wir uns in der Kabine neu aufstellen. Unterschied leider deutlich zu merken. Käfisch sieht gelb in der 38. Minute, 2 Minuten obendrauf. Können wir froh sein, wenn es hier nur 0:2 steht. Wir hatten auf den letzten Metern noch mal ein paar Torschüsse. Wir haben ja Ballbesitz, aber das bringt uns nicht viel. Wir sind hier. Ich wechsle auch jetzt bereits, weil es ist nichts. Ich wechsle ja eigentlich sehr, sehr, sehr selten in der Halbzeit, aber hier möchte ich jetzt hier nicht in Gefahr laufen, alles was anzugeben. So, ich bringe Hansen für Käfisch. Bring auch Rohr für Kin Zombie. Vielleicht können wir da im Zentrum mehr Zugriff bekommen. Das Zentrum wird getauscht. In der Offensive. Ja, wir kriegen ja kaum Torschance. Deswegen weiß ich auch nicht, ob wir den Gelson Dala dafür jetzt. Ich bringe auch Obermeier für Kurda. Der hat auch nicht den besten Tag. Direkt ein dreifacher Wechsel. Und ich sage, ich bin enttäuscht. Ich erwarte von euch eine bessere zweite Halbzeit. So, dreifacher Wechsel, ein Wechsel bei Augsburg. Wenn wir jetzt hier den Weg in das Spiel finden. Dass wir wenigstens es für das Rückspiel noch offen halten. Jetzt kommt T und da, Ballverlust. Ist der Ball schon wieder weg. Bello wird geschickt. Buku. Die Flanke. Und fast das 3:0 in den Abschluss und Janik Huth. Auch wenn er einen auslaufenden Vertrag hat, er gibt ja heute alles und verhindert hier doch schon einige Augsburger Tore. Wir können uns hier bei unserem Keeper bedanken, dass es nur 0:2 steht. Jetzt ein Eckstoß. Vielleicht per Standard mal hier den Fuß in die Tür bekommen. Muslia, Eckball und Conte jetzt hier. Conte schießt und haut ihn rein. Das ist das 10. Tor. Conte mit dem 2:1. Ganz wichtig. Er bringt uns hier zurück in die Relegation. Macht es zweistellig. Das Tor zählt. Muss nicht überprüft werden. Und zack, das war ein strammer Schuss. Der Conte habe ich schon länger nicht mehr. Und jetzt ist das Spiel und auch die Relegation wieder völlig offen. Vielleicht sogar noch ein Remis holen. So, wir können noch 2 Wechselzeitpunkte. Oder 3, das ist in der Halbzeit zählt gar nicht mehr. Also wir können noch 2-mal wechseln. Ich bringe Grimaldi für Dala, der auch immer für ein Tor gut ist als Zielspieler. Der Dala wurde da wahrscheinlich auch nicht so versorgt. Und ich bringe dann jetzt nochmal. Ich bringe Natsch für Bilbia. So, da haben wir die Wechsel 4 und 5 durchgeführt. Aber ein Tordifferenz, das wäre zumindest schon ein Fortschritt. Aber hier ist auch noch ein Remis möglich. So, ich feuer die Mannschaft an. Da ist schon ein Plus für Augsburg. Gelbe Karte für Natsch, wenige Momente nach seinem seiner Einwechslung. So, die letzten 10 Minuten. Ja, ein 2:2, das wäre ein großer Erfolg. Er ist absolut offen im Rückspiel. Ah, und wieder wird der Ball vertändelt. Oxford. Wie das Wörterbuch. Udo Kiel hat schon gelb.
jetzt nicht noch das 3:1, dann wäre das wirklich eine Mammutaufgabe im Rückspiel, wenn wir hier mit mehreren Toren Differenz verlieren sollten. Tanganga. Kugawa. Engels im Rohr. Und das gibt Elfmeter, es wird Elfmeter gegeben. Ich hoffe, das wird mit Sicherheit nochmal geprüft. Ich hoffe, der Elfmeter wird nicht gegeben. Das könnte hier den großen Unterschied machen. Der Elfmeter wird gegeben, das ist die Chance zum 3:1. Janik Huth gegen die Nummer 7. Das ist Belio. Ich hoffe, er verschießt. Und er verschießt tatsächlich Janik Huth. Wir müssen uns einmal mehr bei ihm bedanken. Da sollte man ihm nochmal einen XXL-Vertrag bieten. Der hält hier die Relegation. Offen mit mehreren Glanzbrand. Hält hier sogar den Elfmeter von Belio. Engels mit dem Eckball. Und nochmal Janik Huth. Das ist ja nicht zu glauben, was der hier hält. Aber wir dürfen das nicht überstrapazieren. Irgendwann fällt hier das 3:1. Nochmal Augsburg, nochmal Engels. Janik Huth macht das beste Spiel der Saison. Also sollten wir vielleicht froh sein, wenn es hier 2:1 ausgeht. Der Elfmeter wurde verschossen. Es gibt 4 Minuten Nachspielzeit. Passiert hier noch was in diesem Spiel, sonst nehmen wir das 2:1. Das hätte auch deutlich höher ausfallen können. Wir verlieren das Spiel, können aber hier und heute dann doch erstmal zufrieden sein. Zumindest ist es eine machbare Ausgangskonstellation für das Rückspiel. Janik Huth, 8,3. Das wird dem eigentlich kaum gerecht. Er hat hier so viel gehalten, dass in meinen Augen, ja, er ist der Mann des Spiels bei uns. In meinen Augen ganz klar seine beste Leistung in dieser Saison. Er hat das Rückspiel offen gehalten, alleine, fast schon. Nicht ganz alleine, aber fast. Weil sonst hätten wir hier auch 5:1, 4:1 verlieren können. Und dann wäre es wahrscheinlich mehr oder weniger gelaufen gewesen. Wir hatten mehr Ballbesitz. Augsburg hatte 3-mal so viele Torschüsse wie wir. Ich bin hier nicht erfreut. Ich bin enttäuscht. Das war nämlich zu wenig. Ich bin unzufrieden mit der Leistung. Ich möchte jetzt hier kein Lob aussprechen, außer für den Torhüter und für vielleicht auch Conte oder so. Kurda war nicht zu gebrauchen. Sophia, schade. Ja, der Name ist Programm nach dem Sieg. Bekamen wir eine Meldung von einem Herrn Stolz. Jetzt Frau Schade. Vor über 27.000 Zuschauern. Es war nicht ausverkauft. Wir haben wenige Tage später jetzt die Chance, es zu drehen. Ein Tor Differenz. Conte und Muslia haben jeweils 10-mal getroffen. Im Rückspiel am Montag. Conte, hat er denn auch einen auslaufenden Vertrag? Ne, hat er nicht, deswegen. Gucke mal, wie es in der anderen Relegation aussieht. Aue gegen Elversberg. Hat Aue denn hier auch? Das Spiel hat scheinbar noch nicht stattgefunden. Aue, Elversberg gewinnt 4:1 für Aue. Damit hat Aue es ja schon fast verkackt. Schnellbacher mit 3 Toren. Für Augsburg jetzt natürlich eine Mammutaufgabe. DFB-Pokal findet auch direkt statt. Hoffenheim gegen Bayern. Bayern gewinnt mit 3 Toren Harry Kane den DFB-Pokal. Bayern holt das Double. Und wir wollen in die Bundesliga. The Coach's Voice. Rückblick auf den Pokal. Das finde ich ganz nice. Größte Überraschung Hansa Rostock. Größte Enttäuschung Heidenheim. Bestes Spiel war Hannover gegen Freiburg. Sowas lese ich eigentlich ganz gerne. Gibt es hier noch mehr oder ist das schon der gesamte Artikel? Top-Torschütze Harry Kane, Meistervorlagen Cedric Brunner. Ja, und wir... Kruse fordert im Interview Spielzeit. Ja, jetzt in der Relegation oder was? Nö. Dass du den Verein verlassen wirst, das dürfte relativ klar sein. Wir sind jetzt hier der Favorit wettquotentechnisch zu Hause. Schmidt von Paderborn beeindruckt. 3 Spieler sind sich unsicher. Kruse verkündet Abschied. Ja, soll dann so sein. Adrian Bravo Sanchez, Hüftverletzung. 4 bis 5 Monate, ist natürlich ärgerlich. Aber so, wir spielen jetzt gegen Augsburg und müssen die Niederlage, den Rückstand aufholen. Ändere ich jetzt hier was an der Formation? Wir waren in der zweiten Hälfte dann doch, obwohl waren wir deutlich besser. Wir hätten auch da, wenn Janik Huth nicht gewesen wäre, einige Tore kassieren können. Mannschaft rausgenommen beim Filter. Und die relevanten Leute sind ja auch hier auf der Bank. Oder war da jetzt noch jemand
Bahadir. Ich denke, die wichtigen Leute sind alle dabei. Ändere ich was an der Startformation? Es wäre, glaube ich, fahrlässig, das nicht zu tun. Ich lasse mal Grimaldi von Beginn an spielen. Die Abwehr war auch nicht so sattelfest. Da stelle ich mal Heuer in die Innenverteidigung neben Müller. Und Obermeier startet für Kurda. Im Zentrum lasse ich mal Hansen für Klefisch spielen. Vielleicht bringen die Änderungen was. So, wir laufen zum Glück nur. Obermeier und Grimaldi, fehlt die Spielpraxis. Ja, egal. Wir müssen ja auch nicht 90 Minuten spielen. Gucken, ob wir hier den 1:2 Rückstand aufholen können. Wie gesagt, die Auswärtstorregel existiert nicht mehr. Augsburg mit Sven Michel, Paderborner Legende auf der Bank, der sich heute natürlich hier blicken lassen möchte. Ludwig Körner sagt einfach nur perfekt. Den Zombie in der Startelf ist immer gut. Jesse. Und wir wollen jetzt vor möglichst ausverkaufter Hütte den Ausgleich schaffen. Mit einem Tordifferenzgewinn gibt es Verlängerung. Ja, doch ärgerlich, diese Chance hier auf den Aufstieg liegen zu lassen. So. Bloß nicht in Rückstand geraten, aber Augsburg, die sind ja auch beim letzten Spiel wie die Feuerwehr aus der Kabine gekommen. Udokai. Breit Haupt. Augsburger Szene macht einen ja schon ein bisschen nervös. Jensen. Ein guter Ballgewinn vom Kim Zombi. Müller heute mit der Binde wieder. Jens Heuer hat den Vorzug bekommen in der Innenverteidigung. Und Conte wird geschickt und Musliak. Musliak und Conte, die wissen, wo das Tor steht. Bill Pia, der weiß es auch. Und er schickt Musliak und Musliak haut ihn direkt rein. 11. Saisontor in der 5. Minute bereits. Aktuell wäre die Relegation ausgeglichen. Die ist ausgeglichen. Aktuell würde es in die Verlängerung gehen. Was war das für ein Spielzug? Bah. Direkt erstmal ein Lob für diesen wuchtigen Angriff. Muslia zeigt, was er wert ist. Bill Pia auf Muslia und Augsburg. Muss sich hier neu sortieren. Es steht jetzt 2:2 unterm Strich. Noch ist natürlich viel Zeit. 70 Minuten. Ansonsten passiert erstmal nichts. Wir haben deutlich mehr Ballbesitz. Wir dominieren hier zu Hause. So, jetzt bitte den Rückenwind nutzen. Die Bundesliga winkt. Halbe Stunde rum, wir führen 1:0. Chancen plus, Ballbesitz plus. Augsburg kommt hier überhaupt nicht in die Partie. Ein komplettes Gegenteil. Ja, zumindest relativ großes Gegenteil zum Spiel. Jetzt allerdings Augsburg mit einer Offensivszene in der 43. Minute. Jetzt nicht den Ausgleich kassieren, kurz vor der Halbzeit. Thea Heuer köpft den Ball direkt weg. Gummi zum zweiten. Gummi schießt und er war ganz schön gefährlich. Das war nicht schlecht, aber zum Glück für uns nicht gut genug. Eine Minute nach Spielzeit, es gibt Verlängerung. Nein, Quatsch, es würde aktuell Verlängerung geben. So, eine Minute nach Spielzeit. Wir haben mehr Ballbesitz, wir haben mehr Torschüsse. Wir können hier durchaus zufrieden sein. Ich bin zufrieden, es läuft gut, aber ich weiß, ihr habt noch mehr drauf. Auf die Verlängerung wollen wir es auch nicht ankommen lassen. Hansen ist nervös. So, Leute, ich feuere sie wieder an. Ich muss Feuer und Popo machen. Ein Tor für den Unterschied. Man, jetzt ein Eckstoß für die Gäste. Valentin. Luca und Janik Kutschau wieder. Und, oh, der Ball ist immer noch nicht weg. Pfosten und dann im Demirovic. Was war das? Parade und Pfosten. Und dann in der 3 oder 4 Versuche bekommen. Da geht der Ball rein. Und stand jetzt, wären wir wieder draußen. Ich möchte mir das gar nicht nochmal angucken. Leute, Leute, Leute. Mehr fordern. Jetzt ist das Spiel wieder ausgeglichen. Den hätten wir einfach weghauen müssen, den Ball. Jetzt wären wir draußen. Wir brauchen ein Tor. Stunde rum. Zeit für Wechsel. Brakelmann spielt gut. Conte spielt hier nicht so toll. Für ihn kommt Robert Leipatz. Und Rohr kommt für Hansen. Wechsel. Vargas sieht gelb in den 62. Minuten. Wir brauchen ein Tor, Leute. Jetzt ein Angriff für Augsburg. Ein Augsburger Tor. Das wäre natürlich jetzt eine ganz schwere Ausgangssituation. Vargas. Bei Tanganga. Meier. Henschmeier. Breithaupt. Bauer. Schickt Gummi. Der ist viel zu frei. Der ist viel zu frei. Der ist viel zu frei. Und schießt zum Glück. Nur ans Außennetz. Ah, das ist mir hier
zu passiv, was wir zeigen. Ich bringe Gelson Dala für Adriano Grimaldi, der hier als Stoßstürmer agieren wird. Außerdem mit weiteren Wechseln, weiß es nicht. Kur da für Obermeier. So, ein Wechsel ist noch offen. Noch 20 Minuten. Wir brauchen dringend ein Tor. Oh, Bilbia wirkt erschöpft. Dann kommt Natsch für ihn rein. Der hat ein ganz gutes Spiel gemacht, der Bilbia. Natsch kommt rein. So, alle Wechseloptionen ausgeschöpft. Wir machen hier zu wenig. Anfeuern. 20 Minuten noch auf der Uhr. Stand jetzt wären wir draußen. Wir sehen hier mehr von den Gästen leider. Breithaupt. Meier. Ah, Kurda zeigt direkt Präsenz. So, eine Viertelstunde noch. Sortiert euch nochmal, Jungs. Wir wollen jetzt nämlich die ganze Saison herschenken. Ein Erfolg war sowieso, aber was wäre das für ein ärgerliches Resultat, jetzt hier so knapp zu verlieren oder generell zu verlieren. Wir kommen nicht hinten raus. Wir finden, trauen uns gerade nicht so richtig. Kim Zombie. Leute, was ist denn das? Was ist denn das auch für eine Passivität? Und Hut hält. Wir kommen nicht hinten raus. Ja, ich kann nicht mehr reinrufen. Kim Zombie hat gelb gesehen. Die letzten 10 Minuten laufen. Schaffen wir hier nochmal einen Führungstreffer. Wir sind gut reingekommen, aber finden jetzt im Moment keinen Zugriff mehr. Augsburg, die letzten 10 Minuten laufen. Jetzt waren wir auch viel zu vorsichtig gerade. Jetzt Demirovic. Auf Vargas. Augsburg hat hier die Chancen. Er schießt zum Glück nebenher. Noch bleibt es offen. So, ich fordere die Mannschaft noch ein weiteres Mal an. Die letzten Minuten laufen. Verlieren wir hier die Relegation gegen den FCA. Nochmal gelb für Müller. 5 Minuten Nachspielzeit. Gibt es nochmal eine Szene? Gibt es nochmal eine Szene? Es gibt keine Szene mehr und das endet und wir haben die Relegation leider Gottes verloren. Wie ärgerlich ist das bitte? Da hat man mehrere Finger am Aufstieg in die Bundesliga und am Ende klappt es nicht. Mit einem Tordifferenz haben wir leider die Relegation verkackt. Bilbia war der beste Spieler. Das ist jetzt natürlich enttäuschend ohne Ende. Kurz gesagt, war das nicht gut genug. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Leider bleiben wir in der zweiten Liga. Jetzt haben wir zumindest Gewissheit, können planen. Hansen wird hier angesprochen, das möchte ich jetzt hier nicht kommentieren. Augsburg bleibt in der Bundesliga. Einmal mehr hat sich der Bundesligist durchgesetzt. Kommen Note 2, aber leider war Platz 3 hier nicht genug. Das Stadion war auch nicht ausverkauft, nur 14.258 Zuschauer, das finde ich auch enttäuschend. Wir haben die Relegation leider Gottes verloren. Elversberg gewinnt auch das Rückspiel. Elversberg gewinnt die Zweitligisten. Ja, Elversberg und wir bleiben beide in der zweiten Liga. Für Aue hat es auch nicht gereicht. Die höherklassige Mannschaft hat in beiden Fällen gewonnen. Kin Zombie wird gesperrt für das nächste Spiel. Gilt das auch für die kommende Saison? So, wir bekommen einen Rückblick. Die Neuzugänge. Das finde ich doch ganz cool, dass es so eine Bilanz hier gibt. Der Vorstand ist begeistert über die Verpflichtung von Gelson Dahler. Das liegt daran, dass wir den ablösefrei bekommen haben. Ja, kann man zu glauben hier. Bilbia aber auch neu. 9 Tore geschossen, 4 Tore vorbereitet. Rohr ist auch eine Neuverpflichtung für 500.000 Euro. Für Bilbia haben wir 400.000 Euro bezahlt. Ich weiß gar nicht, ob der Preis echt so stimmt. Ist Sekwemba ausgeliehen, der wird bestimmt zurückgehen nach Freiburg. Hat auch nur 3-7 Mal gespielt. Also 3 Startelf-Einsätze plus die Einwechslung. Haben wir denn überhaupt so viele Spiele gehabt? Bilbia 32 Mal in der Startelf und 6 Mal eingewechselt. Haben wir überhaupt 38 Spiele? Ja, wahrscheinlich schon. Musliu für 600.000 gekommen. Gelson Dala bekommt hier einen Stern. 7 Tore geschossen. Bahadir, die Zukunft gehört ihm. Ja, und bei den Abgängen für Hoffmann 1,3 Millionen kassiert. Der Vorstand ist zufrieden mit den Bedingungen des Verkaufs. Wir sind der Meinung, dass es ein besseres Geschäft gewesen wäre, wenn es höhere erfolgsabhängige Zahlungen gegeben hätte, die solch ein Spieler hätte einbringen können. Er hat 32 Mal gespielt für Heidenheim. Gut für ihn. Justwan hat 22 Einwechslungen bei Hoffenheim bekommen. Bormuth, die Ablöse ist unbekannt, wie kann das sein? Schallenberg, da haben wir nochmal 500.000 hinterherbekommen, er hat 22 Mal gespielt für Schalke. Kerner ist nach Lippstadt gegangen. Wir haben noch den jungen Ansa verkauft an den Gladbach. Der wird hier allerdings nicht aufgeführt, weil er wohl
zu unserer zweiten Mannschaft zählt. Wir haben viele an Verl und Rödinghausen, Lippstadt, Osnabrück hier. Drei Leute an Lippstadt abgegeben hier in der Region. Oh, jetzt habe ich zu früh geklickt. Verliehen. Verliehen war Schabelka. Einmal gespielt. Mohamed 14 Mal gespielt. Und Stamm 19 Mal gespielt. Oh. Ja, ärgerlich, 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 ärgerlich. Wir bekommen die 3 Plus, weil wir um den Aufstieg mitgespielt haben, aber wir haben es leider nicht geschafft. Zuschauerschnitt fast ausverkauft, 14.628. Paderborn auch nicht selbstverständlich. Im Pokal bekommen wir eine 3 Plus, in der zweiten Runde gegen Bayer Leverkusen rausgeflogen. Nee, Quatsch, hier bekomme ich die 1 Minus, weil wir die Playoffs erreicht haben. Da war der Zuschauerschnitt auch 14.628. Ärgerlich, in Paderborn muss man es halt als Tabellenzweiter machen, wie bisher zweimal in der Vergangenheit. Die Fans kamen auf die Kosten, es gab torreiche Spiele, spektakuläre Tore. Denkwürdiges Spiel, das 3:2 gegen Schalke, 6:0 gegen Lok Leipzig war der höchste Sieg. Das Tor der Saison war der Treffer von Kim Zombie. Können wir das Tor nochmal sehen? Warum nicht? Ja. Es war eine denkwürdige Saison. So, wir haben 3 Sterne Vereinsansehen. 7,48 Millionen eingenommen. Einrichtung zur Bewertung 712.000. 16,19 Millionen Preisgelder. 1,3 Millionen Merchandising verkauft. 8.481 Trikots verkauft. Musli hat die meisten Trikots verkauft. Conte, Dala, Leipers, Kim Zombie haben auch einige verkauft. Speisen und Getränke an den Spieltagen 643.000 Euro. Wie viel haben wir denn unterm Strich hier finanziell gemacht? Unsere häufigste Aufstellung: Grimaldi, Bilbia, Muslia, Conte, Kinzombie, Klefisch, Brakelmann, Heuer, Müller, Kurda, Ruhr, Hut. Yannick Hut hat sich dennoch trotz der verlorenen Relegation für einen neuen Vertrag beworben. Meine harte Arbeit, mein Einsatz hat sich auf dem Platz ausgezahlt. So eine Leistung blieb bei unserer Preisverleihung. Was? Spieler der Saison der Fans: Conte. Talent der Saison: Calvin Brakelmann. Neuzugang der Saison: Gelson Dahler. Tor der Saison: David Kinzombie. Unfairster Spieler: Kai Klefisch, 6 Gelbkarten. Schnellstes Tor: Bill Bia, 3 Minuten 5 Sekunden. Geschichte geschrieben: ihre harte Arbeit. Es blieb nicht unbeachtet. Paderborn verdankt alles einen fantastischen Start in die Saison, sagt Herr Martin von One Football. Herr Hoffmann oder Frau Hoffmann sagt, das Fundament für die erfolgreiche Saison von Paderborn war der super Saisonstart. Ja, wir hätten auch Platz 2 holen sollen. Frühlingsfenster, das Beste im Leben kostet nichts. 8 Spieler mit großem Potenzial zu verpflichten ist großartig. Sie umsonst zu bekommen ist sogar noch besser. Genau das hat Lemon Cookie, und bitte nicht der komplette Text gezeigt, Lemon Cookie geschafft. Wir gewannen das Kräfte. Dieser Saisonrückblick ist cool. Den gab es doch sonst nicht in der Form, oder? Finde ich sehr nice. Paderborn gewann das Kräftemessen mit Braunschweig in der 92. Minute. Das war denkwürdig. So, ich hab den Job. Dann. Ja. Saisonrückblick. HSV und Schalke steigen auf. Elversberg und wir bleiben. Osnabrück und Nürnberg steigen ab. Wir haben nach dem Drittplatz 1,1 Millionen Euro nochmal bekommen, die anteilig verteilt werden. Der Vorstand hat das anfängliche Gehaltsbudget auf 205.000 pro Woche auf 4,48 Millionen, also das Transferbudget. Ich bekomme Gamerscore-Punkte, mein Spieler wurde zur 11. des Jahres gewählt. Die Beträge können abgeändert werden. So, wir werden uns verstärken müssen. Und der Herr Hornberger sagt, ja, zufrieden sind wir. Mit unterhaltsamem Fußball, Gehaltsbudget, da sind wir auf Kurs. Und ja, wir müssen es im nächsten Jahr nochmal versuchen. Ich unterschreibe das einfach mal so. Teambericht zur neuen Saison. Platte wird hier als Stürmer Nummer 1 genannt. Das glaube ich nicht. Verletztenliste. 25%. Rohr hat die meisten Spiele verpasst mit 25%. Sind aber auch einige aus der zweiten Mannschaft dabei, oder Jugendspieler. So, die Spieler gehen in den Urlaub, sie kommen am 17. Juni zurück. Verpassen sie ja meinen Geburtstag. So, wir bekommen ein Trainingslager in Niederösterreich vom 29.06. bis 9.07. Conte ist in der 11. des Jahres, ansonsten viel Blau, viel HSV, viel Schalke und St. Pauli. Nur 4 Clubs hier in der 11. des Jahres. 4-mal HSV. 5-mal HSV, 3-mal Schalke, 2-mal St. Pauli und 1-mal Paderborn.
Verein möchte da die. Ich verhandle mal. Ja, ist alles okay, machen wir so. Nächstes Jahr möchte ich aufsteigen, aber ich möchte es jetzt hier vielleicht nicht offiziell festhalten. So. Änderung des Jugendbudgets nach sofortiger, sorgfältiger Überlegung hat der Vorstand das Jugendbudget angepasst. Es wurde erhöht, die Qualität der Jugend zu verbessern. Wir wollen ein unterdurchschnittliches Netzwerk für Nachwuchsrekrutierung. 4 Spieler für ihr Land abrufen. Ich beende jetzt erstmal hier diesen Part. Speichere. Nennen wir es jetzt mal Ende für das Saisonende. Den Übergang in die neue Spielzeit. Das bekommt ihr beim nächsten Mal zu sehen. Es war sehr unterhaltsam. Was? Fehlender freier Speicher, Cloud-Speicherplatz. Wir müssen Spielstände löschen. So wird das jetzt gar nicht gespeichert. Dann muss ich mal einen Spielstand löschen. So. Speichere jetzt nochmal. Ja. Bitter, ärgerlich. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich werde auf jeden Fall die zweite Saison noch spielen. Das war ja schon ein großer Spaß. Ich sehe euch dann. Lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da. Bye, bye.